Hi Leute, heute geht es darum, wie sich die Ernährung bei mir vom Beginn der Rohkost geändert hat. Und zwar, angefangen habe ich sehr grün bei der Rohkost, Salate. Ich habe über Markus Rotkranz, über das Buch Heile dich selbst, habe ich mit einem Fasten erstmal umgestellt. Ich habe 3 Tage Wasserfasten gemacht und danach habe ich 1-2 Mal am Tag, einen Monat lang glaube ich, nur sehr wenig gegessen. Gurke, Paprika, ab und zu Tee getrunken und so. Und dann so meine Standardernährung sah dann eigentlich bei der Rohkost so aus am Anfang, dass ich viel grün gegessen habe. Zuerst hatte ich so eine Phase, da habe ich ja 2-mal am Tag mir einen Salat gemacht, ein bisschen Avocado drin, normaler Blattsalat, ein paar Sprossen, ein paar Goji-Beeren oder sowas oder irgendwie klein geschnittene Datteln rein oder so. Und Anfang so der ersten Monat hatte ich noch so 1-2 Mal ab und an immer gekocht gegessen. So die erste Woche habe ich vielleicht 2-3 Mal mir, das war eben im Winter, wo ich umgestellt habe, so Oktober, November. Und ich habe eben am Anfang noch Kürbis mir angedünstet in der Pfanne oder Wirsing ab und zu. Und es wurde aber immer weniger, also nach einem Monat habe ich das nochmal 1-2 Mal gemacht und so dann. Und die Lust ging dann immer mehr weg. Und dann hatte ich auch keine Lust mehr drauf und habe drauf verzichtet so. Und dann habe ich ab und zu mir noch Tees gemacht, so wenn ich dieses warme Gefühl haben wollte. Aber das habe ich dann auch gelassen. Also jetzt Tees trinke ich eigentlich auch nicht mehr. Also einfach keine Lust drauf. Ich trinke meist nicht mal Wasser so. Und ja, anfangs habe ich 2 Monate lang gemacht, nur grün dann noch. Ich habe nur grün gegessen, ich habe nicht mal Früchte, ich habe keinen Apfel in grünen Smoothie rein, nichts, so einfach um mal sicher zu gehen, so nicht mehr so viel Parasiten zu haben. Und ja, ich habe nur grün gegessen. So. Und das halte ich am Anfang auch für so wichtig, ganz viel Wildkräuter, ich habe Brennnessel, Löwenzahn, Klee und so weiter gegessen. Und am Anfang ist es so wichtig, viel Grün zu essen. Gibt es auch völlig umsonst draußen einfach. Das stoppt die Entgiftung einfach sehr gut. Und anfangs kommen sonst zu viele Sachen raus und man muss dann noch wesentlich mehr Grün essen. Das Ganze ist eben ein Reinigungsprozess, das muss man wissen. Und umso krasser man seine Ernährung umstellt, umso leichter man ist, umso einfachere Rohkost, umso mehr entgiftet der Körper und umso größer dieser Sprung war von hier nach da bei der Ernährungsumstellung. Wenn ich nur so ein bisschen was ändere, dann sind die Symptome auch nur so klein. Wenn ich aber so ein Riesending irgendwie verändere und von heute auf morgen von Fleischessen zu ja, Rohkost springe, nur Rohkost, dann kommen so viel Gifte raus, dass das zu viel auf einmal ist. Und dann muss man sehr viel Einläufe machen. Ja. Viel Sport, Sauna, irgendwie die Gifte rausbekommen. Oder mehr essen, mehr Grün essen. Sonst, ja, ist es zu extrem. Viel Grün essen, Nüsse, Saaten, Samen, Fett ruhig am Anfang, Avocado, immer schön Avocado in Salat reindrücken und so weiter. Und ja, mit der Zeit merkt man, dass die Entgiftung immer schwächer wird und man gleicht sich langsam so an dieses Giftniveau hier unten an und hat gar nicht mehr so viel Gifte so im Körper. Und deswegen, dann wird es auch sanfter und dann hat man viel weniger Hunger. Vorher hat man nur so viel Hunger, weil es so eine große Lücke war und so viel Gifte da rauskommen.
Nach einer Zeit habe ich dann eben auch immer mehr Früchte gegessen, immer ein bisschen mehr in die Richtung gegangen wieder. Und ja, viel Datteln dann noch am Anfang, Bananen. Bananen habe ich jetzt, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr gegessen oder so. In Thailand habe ich ab und zu diese kleinen Bananen gegessen, aber in Deutschland, ich habe einfach keine Lust mehr auf Bananen. Genauso Avocado, habe ich vielleicht vor halben, dreiviertel Jahr das letzte Mal gegessen. Habe ich auch irgendwie nicht mehr so Lust drauf. So, diese ganzen schweren Sachen, da hat man, wenn man mehr entgiftet, wenn man mal immer wieder fastet und Einläufe macht, hat man nicht mehr so Lust drauf. Und ja, jetzt bin ich eigentlich da angelangt, dass ich nur noch Früchte esse. So, wenn ich die Entgiftung mal ein bisschen stoppen möchte, dann esse ich getrocknete Tomaten oder Gemüsefrüchte wie Tomaten, Gurken dazu dann und Fett, manchmal Durian oder. Nee, das war's eigentlich. Entweder esse ich Durian zum Bremsen so von der Entgiftung oder getrocknete Tomaten so. Und so kann man das Ganze so ein bisschen regulieren. Mittlerweile brauche ich einfach nicht mehr so viel anderes. Ich habe keine Lust mehr drauf. So Früchte stellen mich jetzt ja völlig zufrieden. Das Beste auf der Welt. So Wassermelone, Papaya, Mangos. Ja, das ganze gute Zeug, so Himbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren, das Ganze, was es jetzt in Deutschland alles im Sommer gab, Kirschen, ja, die ganzen guten Sachen, so. Jetzt kommen dann Äpfel noch und Birnen, ja, Zwetschgen, alles sehr lecker, so. Und da bin ich jetzt so hängen geblieben. Also, jetzt so seit den letzten Monaten, eigentlich das letzte halbe Jahr nur komplett nur Früchte. Und ja, ab und zu mal Durian, eine Fettfrucht so. Oder dann Trockenfrüchte. Aber ja. Und so hat sich's eben bei mir verändert. Von viel Grün so zu mehr Früchten. Und anfangs würde ich keinem empfehlen, der mit Rohkost anfängt, nur wässrige Früchte zu essen. Anfangs fettreicher essen und mehr Sprossen, Samen, Saaten, Nüsse, ja, Trockenfrüchte und das Ganze. Sonst ist die Entgiftung viel zu stark. Und dann wird man schon merken, was einem immer besser tut und wann es einem besser geht eben. Ja. Aber so hat sich das bei mir eben verändert, so von viel Grün, komplett nur Grün, zu immer mehr Früchten, immer langsam gesteigert und zwischendrin gefastet, Einläufe gemacht, immer viel Sport gemacht, frische Luft so und die Einstellung, das sind so die wichtigsten Punkte. Ja, ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter und wenn ihr eben auf Rohkost umstellt, dass ihr da nicht zu krass reinspringt und nicht zu viel auf einmal verändert. Zwei Schritte nach vorne, ruhig mal einen zurück, aber dann wieder zwei nach vorne so. Und dann funktioniert das Ganze auch und ist nachhaltig und es ist nicht nur ein Versuch, hat nicht geklappt und oh, ich wurde krank und mir ging es schlecht. Das ist dann eben, weil so viel Gifte rauskommen, wenn man da so krank wird. Das ist alles die Heilung. Es ist die Entgiftung vom Körper. Und das hat man später nicht mehr. Und wenn man langsam umstellt, hat man das auch nicht so stark. Und dann ist es völlig angenehm, verläuft viel seichter und man fühlt sich total wohl dabei und merkt auch richtig, wie die Energie dabei ansteigt. Dann macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.